Egal welche Situation du hast. Du hast gerade deinen Job verloren oder du weißt noch nicht, dass du ihn verloren hast, aber es wird kommen, weil du gerade Kurzarbeit hast. Deine Firma wird möglicherweise zumachen. Du gehst in die Insolvenz. Du bist pleite. Du hast kein Zeitproblem. Du hast dein Prioritätenproblem. Du hast kein Zeitproblem, du brauchst kein Zeitmanagement, du hast ein Prioritätenproblem. Die meisten, die nicht produktiv sind, sondern einfach nur beschäftigt sind, haben kein Zeitproblem. Sie haben die Herausforderung, dass sie die Prioritäten nicht richtig setzen. Punkt. Ende des Videos. Das ist die Botschaft. Setz deine Prioritäten richtig. 2018 habe ich dieses Buch in die Finger bekommen. Das ist von ClickFunnels, Russell Brunson. Und es geht darum, stell dir vor, du verlierst alles. Und jetzt hast du 30 Tage Zeit, um möglichst schnell wieder auf ein entsprechendes Level zu kommen. In 30 Tagen, was würdest du tun? Das ist die Frage, die jedem Co-Autor an diesem Buch gestellt wurde. Und es sind alles Online-Marketer. Es sind die besten Online-Marketer auf diesem Planeten. Internationale Autoren. Und alle haben die gleiche Aufgabe. Stell dir vor, du verlierst alles und du hast 30 Tage Zeit, wieder Vollgas zu geben. Was würdest du in den 30 Tagen tun? Es geht mir nicht um das Buch. Wenn du das Buch holen willst, gerne mach das. Aber es geht mir um den Gedanken. Es geht mir um den Gedanken, stell dir vor, du verlierst alles und du hast 30 Tage Zeit. Was würdest du tun? Würdest du pro Tag 4 Stunden mit deinem Handy rumspielen und hier mal gucken und da mal gucken und da mal kommentieren? Würdest du nicht tun. Was würdest du tun? Würdest du dich mit irgendwelchen Leuten treffen unter der Überschrift, ja, ich netzwerke? Oder würdest du fokussiert an der einen Sache arbeiten? Nochmal, wir haben in der heutigen Zeit kein Zeitproblem. Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Jeder hat 24 Stunden am Tag Zeit. Keiner hat 23, keiner hat 25. Jeder hat 24 Stunden. Wir brauchen Zeit für Körperpflege, für Essen, Trinken, für den Schlaf. Das ist für alle wieder gleich. Und jetzt bleibt Zeit übrig. Der Großteil der Zeit ist das, was jetzt übrig bleibt. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Du hast kein Zeitproblem. Du hast ein Prioritätenproblem. Und diese Frage in diesem Buch, den 30 Leute hier beantworten, aus ihrer Sicht die Frage, stell dir vor, alles ist weg, 30 Tage Zeit, was würdest du tun? Wir sind in einer ganz spannenden Zeit. In dieser Zeit gibt es unfassbare Chancen. Was ich aber erlebe, ist, dass sich ganz viele Menschen aus dem Fokus bringen lassen, weil sie ständig negative Nachrichten konsumieren, weil sie sich mit anderen Menschen treffen, virtuell, aber auch live, und sich gegenseitig erklären, wie furchtbar alles ist und was alles Schlimmes noch passieren wird. Hey, was brauchst du denn noch, um dich zu fokussieren? Du hast kein Zeitproblem. Das mag sein, dass du beschäftigt bist, aber du bist nicht produktiv. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann fokussier dich. Schalte alles ab, was nicht auf deine Ziele einzahlt. Egal welche Situation du hast gerade deinen Job verloren oder du weißt noch nicht, dass du ihn verloren hast, aber es wird kommen, weil du gerade Kurzarbeit hast. Deine Firma wird möglicherweise zumachen. Du gehst in die Insolvenz. Du bist pleite. Das ist die Ausgangssituation. Stell dir vor,
Du würdest alles verlieren, hättest 30 Tage Zeit, was würdest du tun? Worauf wartest du? Eliminier alles, fokussier dich auf das, was du haben willst und gib Vollgas. Wenn du tiefer rein möchtest in die Thematik, ich habe vor einigen Wochen einen Online-Kurs aufgenommen, der heißt 90-Tage-Challenge, 90-Days-Challenge. Und da geht es genau darum, wie kannst du in 90 Tagen das Maximale rausholen? Das ist etwas, was du nicht dauerhaft machst, sondern eben nur mal 90 Tage. 90 Tage ist ein guter Zeitraum, um Gas zu geben, um wirklich Ergebnisse zu haben, aber ohne, dass du runterfällst und sagst, jetzt kann ich nicht mehr. Deshalb, wenn das für dich ein Thema ist und du sagst, ja, so eine 90-Tage-Challenge möchte ich machen, rund um dieses Video gibt es einen Link zu diesem Online-Training. Hol dir das Online-Training und dann gib Gas. In dem Sinne, nochmal, du hast nicht zu wenig Zeit. Du hast deine Prioritäten nicht richtig gesetzt und bleibst nicht richtig im Fokus. In dem Sinne, liebe Grüße, fette Beute.